meine Damen und Herren. Schön, dass Sie jetzt die nächste Rede ertragen müssen. Ich hoffe, Sie können noch zuhören, Sie können noch vernehmen, wie wir uns gemeinsam weiter aufstellen wollen. Ich glaube, der heutige Parteitag ist in mehrerlei Hinsicht eine Premiere. Es ist nicht nur der erste Delegiertenparteitag, um den wir nicht gekämpft haben, der in großer Einigkeit miteinander organisiert wurde. Es ist natürlich auch der erste Parteitag nach Essen. Und wir alle wissen, dass der Essener Parteitag am 4. und 5. Juli eine Zäsur für die AfD gewesen ist. Und ich habe mich in den vergangenen Tagen gefragt, was ich Ihnen, was wir Ihnen damals versprochen haben. Wir haben Ihnen versprochen, nach der Klärung der innerparteilichen Meinungsverschiedenheiten einen Neuanfang zu wagen, um das wiederzubeleben, was überhaupt erst zur Gründung der Alternative für Deutschland im Jahr 2013 geführt hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, liebe Mitstreiter, Parteitagsdelegierte, liebe Mitstreiter im Bundesvorstand, verehrte Europa- und Landtagsabgeordnete, verehrte Vertreter der Botschaften der Vereinigten Staaten von Amerika und der Türkei, werte Vertreter der Medien, die es auch aus Berlin schnell hierher geschafft haben, genauso wie wir, liebe Gäste, liebe Angehörige. Deswegen sind wir heute hier, um Deutschland, unserer Gesellschaft und ja, der gesamten Öffentlichkeit zu zeigen, dass die AfD nie weg war, dass wir eine Verschnaufpause eingelegt haben und direkt nach dem Sommer 2015 die Kraft und die Innovation dieser Partei wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, das sehen Sie in Umfragen, auch wenn es Momentaufnahmen sind. Aber wir wissen, wir waren hier weg, wir sind immer noch da und wir sind gekommen, um zu bleiben, weil Deutschland uns braucht, meine Damen und Herren. Ja, sie muss einig sein, sie muss einig genug sein, um interne Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Das habe ich Ihnen in Essen versprochen, dass wir einen Bundesvorstand wählen wollen, der diese Meinungsverschiedenheiten, die gesamte inhaltliche Breite der Partei darstellen kann, intern Lösungen findet und sie mit Ihnen gemeinsam nach außen präsentiert. Und die Ergebnisse der Herbstoffensive zeigen überdeutlich, dass diese Strategie die richtige ist. Tausende neuer Mitglieder nach einem signifikanten Verlust im Sommer, viele neue Spenden und Mitgliedsanträge, die dazu führen, dass wir die alte Mitgliederstärke von 2014 zum Ende dieses Jahres wieder erreicht haben werden, mit einer steigenden Tendenz, meine Damen und Herren. Informationsständen haben wir den Bürgern gezeigt, dass die Alternative für Deutschland im Jahr 2015 wie im Jahr 2013 und 2014 bereits die relevanten aktuellen politischen Themen nicht nur benennt, Tabus bricht, sondern bereit ist, neue Lösungen anzubieten, die, wie wir sehen, immer weiter von anderen Parteien aufgegriffen werden, obwohl der Konkurrenz nach wie vor der Mut zur wahren Urheberschaft fehlt. Aber dafür sind wir da. Ich glaube, die Bürger können inzwischen zwischen Original und Kopien recht gut unterscheiden. So lässt sich erklären, warum aus einem Umfragetief von 3% noch zu Ende des Sommers und natürlich der neuerlichen Ansage, die AfD werde es bald nicht mehr geben, im Oktober und November Umfragewerte zwischen 7 und 10% zu verzeichnen sind, warum wir bereits, wie gesagt, bei einer Meinungsumfrage als drittstärkste Partei in Deutschland dastehen und warum dieser Trend anhalten wird. Wir sind in der Lage, inzwischen ein Potenzial von mindestens 20% anzugehen. Wir können es immer besser ausschöpfen, auch wenn wir ehrlich mit uns sein müssen. Das Potenzial wurde in 2013 auch von führenden Meinungsforschungsinstituten bereits einmal als höher angesehen. Und bei aller Freude über die 9 und 10% müssen wir uns dann fragen, was seit 2013 in unserem Land und auch mit der AfD passiert ist. Als wir antraten, wurden wir als Eurohasser,
später als Euroskeptiker und schließlich von uns selbst als Eurorealisten bezeichnet. Und die Situation, die Entwicklung in Griechenland und in der Eurozone gab uns recht. 2013 war der Diskurs, die Diskussion über dieses Thema in Deutschland und Europa schwierig, aber es war noch nicht so emotional aufgeheizt wie im Jahr 2015. Woran liegt das? Wir stellen fest, dass die politische Konkurrenz immer weniger bereit ist, auf Argumente einzugehen. Sie flüchtet sich in Etiketten und ja, auch viel zu häufig in Diffamierung und gerade das Gegenteil von dem, was Toleranz und Zivilgesellschaft ausmacht. Und ein Beispiel sind auch die angekündigten Demonstrationen gegen einen demokratischen Parteitag in der Landeshauptstadt Hannover. Fast 3 Jahren feststellen müssen, wie weh ein eigenes politisches Rückgrat manchmal tut, und einige haben es auch nicht ertragen und haben die Partei verlassen. Diejenigen, die heute noch da sind und die vielen, die zurück oder neu dazugekommen sind, wissen, dass es ein harter politischer Kampf wird und das ist im Jahr 2015 sehr viel deutlicher, nicht nur, weil wir über ein so emotionales Thema wie die Migrationspolitik oder gerade die nicht vorhandenen Konzepte im Rahmen von Migration, Asyl und Einwanderung in Europa sprechen. Die Bundesregierung hat kein Konzept, sie reagiert sensibel und konzeptionslos auf alle anderen Vorschläge und deswegen braucht es heute viel mehr als in den vergangenen Jahren eine Partei, die sich den Mut bewahrt, die ihre eigenen Mitglieder stärkt, ihnen Rückgrat, den Rückhalt gibt, damit wir diese politische Diskussion auch in der Öffentlichkeit weiterführen können. Denn die anderen werden dies nicht für uns tun. Der schwierigere gesellschaftliche Diskurs stellt aber auch an uns große Herausforderungen. Wir wissen, wie schwer es fällt, manchmal ruhig zu bleiben, wenn man persönlich angegriffen wird. Und die nächsten Monate im Wahlkampf werden das überdeutlich zeigen, dass auch von uns Geduld, Mut und Beharrlichkeit weiterhin verlangt wird. Und meine Damen und Herren, mit jedem Prozentpunkt mehr in den Umfragen wird dieser Kampf nicht einfacher. Er wird in den nächsten Jahren schwieriger. Wappnen wir uns davor, bereiten wir uns darauf vor, dass wir noch einige Jahre diesen Diskurs aushalten wollen und aushalten müssen, bis die demokratische Kontroverse in unserem Land und in Europa hoffentlich wieder zur Normalität wird. Die selbst herbeigeführte Migrationskrise im Jahr 2015, die ihren Anfang vor Jahren in Richtlinien und Regelungen in Europa und in Deutschland hat und die entgegen aller Ansagen der Bundeskanzlerin und diverser Minister in den Ländern sehr wohl mindestens zum Teil vorherzusehen war, verdeutlicht die Ohnmacht der Konsensparteien, meine Damen und Herren. Sie haben keine Konzepte, sie scheuen den politischen Konkurrenzkampf, weil ihnen die Ideen fehlen. Und wenn Ideen da sind, dann werden sie klammheimlich aufgegriffen und als eigene verkauft. Wir sehen am Beispiel der Migrationskrise, dass wir sehr wohl auch über die Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz von fundamentalen religiösen Konflikten sprechen müssen, die im Rahmen dieser Krise nach Europa und Deutschland ohne unsere Mitwirkung importiert werden. Das ist ein gesellschaftliches Thema, das uns beschäftigen muss. Und da können wir auch nicht die Diskussion abbrechen nach den Anschlägen von Paris. Denn zu negieren, dass es Zusammenhänge zwischen illegaler Einwanderung, unkontrollierter Migration und dem Anwachsen des Terrors gibt, ist eine politische Naivität, der wir nicht nachfolgen sollten. Meine Damen und Herren, wenn ein Thema die Medien und auch uns als Partei besonders bewegt, dann ist es das Thema des Hasses. Ich habe einmal die Talkshows gezählt, die es zu diesem Thema in den vergangenen Monaten, ja im vergangenen Jahr gegeben hat. Und es überrascht vielleicht nicht, dass besonders unsere Vertreter meistens zu diesem
und keinem anderen Thema eingeladen werden. Meine Damen und Herren, Hass ist ein Symptom und keine Ursache. Und solange die anderen Parteien, solange auch die Öffentlichkeit, die Medien nicht bereit sind, Hass als Symptom einer nicht vorhandenen Diskussion, nicht vorhandener Lösungsansätze der Regierung zu sehen, kommen wir in der Diskussion keinen Schritt weiter. Den Hass zu beklagen ist die eine Sache. Ihn selbst zu schüren, durch Vokabeln, durch unkritische Etiketten, aber eine sehr viel ernstere Angelegenheit. Und wenn es dann Theaterstücke gibt, die ganz offensichtlich Vertreter politischer Parteien kriminalisieren und radikalisieren, dann müssen sich die Vertreter dieser Öffentlichkeit selbst fragen, ob sie nicht Verursacher des Hasses sind und dies nicht nur immer in eine andere Richtung schieben. Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus hören, dann wissen wir, wer meistens gemeint ist, und viele von uns ärgern sich zu Recht darüber. Wir sind aber auch ein Stück weit immun geworden gegen eine Debatte, die offensichtlich den Kampf, den politischen Kampf von sogenannten Links gegen sogenannten Rechts als den Kampf zwischen Gut und Böse erhebt. Hier wird eine angebliche Moral in den Vordergrund gestellt und dabei Recht und Gesetz außen vor gelassen. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist unsere Aufgabe, diesen Etiketten gelassen zu begegnen, sie aber auch als solche zu entlarven, wenn Inhalte fehlen. Und ich glaube, es ist unsere demokratische Pflicht, aus diesem Konsens der anderen Parteien auszubrechen, wenn wir sehen, dass der Rechtsstaat und damit die Demokratie bedroht sind. In den vergangenen Wochen sind wir häufig darauf angesprochen worden, warum wir so häufig das Wort Lügenpresse benutzen. Nun, ich kann nicht für jeden in der AfD sprechen, aber ich weiß, dass führende Vertreter, allen voran die Vertreter des Bundesvorstands und der Länder, mit dieser Vokabel mindestens sehr sparsam, wenn nicht sogar so umgehen, dass sie nicht benutzen. Werte Vertreter der Presse, ich kann verstehen, dass Sie von solchen Vokabeln berührt sind, aber versetzen Sie sich einmal in die Lage derjenigen Repräsentanten einer neuen demokratischen Partei, die ihrerseits ständig mit Diffamierungen und Zuschreibungen belegt werden, die sie nicht teilen und die nicht zutreffen. In beiderlei Richtung etwas gelassener umgehen. Ja, die Alternative für Deutschland nervt manchmal. Sie ist unbequem und sie schlägt Töne an, die in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland vielleicht nicht mehr gehört wurden. Und es ist bequem, Berichterstattung zwischen Parteien zu betreiben, die sich maximal noch in den politischen Farben unterscheiden, aber schon lange nicht mehr in den Inhalten. Dann braucht es Kräfte, dann braucht es die eine richtige und auch mutige Opposition, die diesen Einheitsbrei aufbricht. Und deswegen glaube ich, dass wir uns gemeinsam auf einen Weg machen müssen, auf
einen Weg, den sicherlich auch die AfD gehen muss, aber den vor allen Dingen auch die anderen Parteien und damit auch die vierte Gewalt im Staat gehen muss. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Humor in Anspruch nehmen. Und deswegen, liebe Vertreter der Pinocchio-Presse, wir müssen... Das verlangen Sie uns ab und ich glaube, ab heute verlangen wir das auch Ihnen ab. Lachen Sie auch einmal über sich selbst und sehen Sie, dass auch Sie sich auf einen Prozess begeben müssen, so wie es der kleine Holzkopf Pinocchio auch tun musste. Er hat daraus gelernt. Ich glaube, wir werden alle auch daraus lernen. Diese Partei fit zu machen für die Bundestagswahl, die uns spätestens in 2017 bevorsteht. Wir haben seit 2013 die wichtigen Themen berührt und sind dennoch immer als Ein-Themen-Partei bezeichnet werden. Gut damit leben, wenn wir immer das Thema angesprochen haben, das gesellschaftlich relevant und akut war, dann sind wir eine Ein-Themen-Partei, die in den kommenden Jahren immer weiterhin die wichtigsten Themen ansprechen wird, die eine gesellschaftliche Diskussion in unserem Land und in Europa zeitigen. Mit diesem Etikett können wir uns gern zufrieden geben und ich glaube, dass wir als AfD beweisen können, dass wir alle gesellschaftlich relevanten Themen offen und ehrlich miteinander diskutieren. Und welches Thema, meine Damen und Herren, folgt zwangsläufig aus den Themen, die wir bereits diskutiert haben? Es ist ein Thema, das, glaube ich, den allermeisten von uns bereits 2013 auf der Seele brannte. Denn die Euro-Krise, die Krise der Europäischen Union und auch die Migrationskrise sind letztlich auch nur Symptome einer viel tiefer gehenden Demokratiekrise, nicht nur in unserem Land. Über die Beugung von Verträgen, über Rechtsmissbrauch auf vielen Ebenen hat die alten und die neuen Mitglieder der AfD und ihre Unterstützer bewegt. Und deswegen glaube ich, dass wir nach den bestandenen Landtagswahlen im Jahr 2016 unsere Bereitschaft und unsere Forderung nach Volksentscheiden auf Bundesebene viel stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken müssen. Denn nur mit einer viel stärkeren Bürgerbeteiligung, mit einer Ergänzung der parlamentarischen Demokratie durch die Möglichkeit des Volkes, Gesetze abzuschaffen und Gesetze initiieren, werden wir den Niedergang der demokratischen Beteiligung in unserem Land beenden. Der Meinungsfindung in der Gesellschaft haben sollten, ob es richtig ist, dass Bundeskanzler und EU-Repräsentanten nicht direkt, sondern indirekt gewählt werden und ob es richtig ist, dass der Bürger dadurch zum Zaungast einer manchmal nur Scheindebatte wird. Meine Damen und Herren, ich glaube, das wollen wir nicht. Bürger fühlen sich nicht mehr beteiligt, Bürger wenden sich gerade von Parteien ab und glauben oftmals schon nicht mehr daran,
dass Wahlen überhaupt etwas verändern können. Das erleben wir im Wahlkampf, das erleben wir täglich auf der Straße. Und wenn wir unsere Aufgabe als Opposition ernst nehmen, dann ist es auch unsere Aufgabe, diesen Zaungästen, diesen Bürgern, die dazugehören, zu vermitteln, dass wir bereit sind, sie einzubinden. Und das geht eben nur über Elemente direkter Demokratie. Andere Fragen. Wir wissen, dass bereits jetzt 64% der Deutschen für eine Asylobergrenze sind. Sie werden nicht gehört. Sie wurden beim Euro nicht gehört, nicht bei der Zustimmung zu Euro-Rettungspaketen, auch nicht zum letzten Griechenland-Rettungspaket, das nicht das letzte sein wird, wie wir wissen. Sie werden aber vor allen Dingen dann nicht wahrgenommen, und das ist für mich viel gravierender, wenn die aktuelle Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, wir haben es nicht in der Hand, wie viele Flüchtlinge, wie viele Migranten, möchte ich ergänzen, zu uns kommen. Frau Merkel hat den Regierungsauftrag aufgegeben. Sie sagt, sie sei machtlos. Das sagt sie mit diesem Satz. Denn sie sagt im gleichen Atemzug, dass sie nicht bereit ist, die Grundmanifesten eines souveränen Staates noch aufrechtzuerhalten. Sie sagt mit diesem Satz, dass sie es nicht in der Hand hat, wie das Staatsgebiet noch geschützt werden soll, wenn sie sagt, wir haben es nicht in der Hand, wer zu uns kommt. Sie sagt auch, dass sie nicht mehr in der Lage ist, zu definieren, wer das Volk dieses Staates eigentlich ausmacht. Heute, nächstes Jahr, in 10 oder 20 Jahren. Und sie sagt zum Schluss ebenfalls mit diesen Worten, dass sie auch nicht willens oder in der Lage ist, den Rechtsstaat, dieses dritte Charakteristikum eines souveränen Landes überhaupt aufrechtzuerhalten. Frau Merkel, damit haben Sie Ihren Regierungsauftrag klar verfehlt. Treten Sie zurück, Sie schaffen das. Aufwirft. Wir müssen nämlich die Frage beantworten, wie wir mit der sozialen Frage, mit dem Erbe und der Verantwortung des Sozialstaates in unserem Land umgehen. Die Sozialsysteme sind endlich das Meer vom Fachkräftemangel oder vom Fachkräftezuwachs durch die Einwanderung sind längst als Lügen entlarvt, und zwar durch die eigenen Minister der Bundesregierung. Erklären Sie dem Volk, wie Sie die Interessen und die Ansprüche, die Notwendigkeiten der eigenen sozialen Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse von Migranten austarieren. Hierfür haben Sie keinen Plan. Wir laufen auf eine Zweiklassengesellschaft im Sozialsystem zu, das nicht mehr demokratisch legitimiert ist. Frau Merkel, hierauf müssen Sie Antworten geben. Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aussehen soll. Wir müssen diskutieren, was unsere Identität ausmacht, und wir brauchen eine offene Debatte darüber, die wir nicht scheuen müssen, weil wir eine demokratische Gesellschaft sind und weil es völlig klar ist, dass wir nur dann nach außen selbstbewusst und auch solidarisch dastehen können, wenn wir mit unserer eigenen Identität keine Probleme haben. Eine eigene Identität.
Diversität ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir unsere kulturellen Werte und Traditionen pflegen und schützen und dass wir Interessen, nationale Interessen im europäischen und internationalen Kontext definieren können. Das erwarten unsere Partner oder unsere Nachbarstaaten von uns. Das ist ein Selbstverständnis eines souveränen Staates. Wir erwarten auch von einer handlungsfähigen Regierung, dass sie mit den Bedrohungen des Terrors angemessen umgeht. Wir erleben seit 2001, wie unter dem Vorwand oder unter der Ankündigung terroristischer Bedrohungen Freiheitsrechte und Bürgerrechte eingeschränkt werden, zugunsten der Sicherheit. Wir erleben im Jahr 2014 und 2015 und vorangegangenen Jahren, dass dies am Ende nicht hilft. Dass wir aber eines tun müssen, dass wir die Grundfesten der Demokratie stärken müssen, zum Beispiel durch Prävention und durch frühe Vermittlung im Rahmen der Schulbildung, wie wichtig uns der Sozialstaat, die Demokratie und die offene Debatte sind. Und genau da sind die großen Sparherde der Vergangenheit. In allen Bundesländern wurde die Polizei arm gespart, wurde Prävention gekürzt und gerade auf die Art und Weise dafür gesorgt, dass heute die Saat aufgeht, die bereits vor Jahren gelegt wurde. Das tragen wir nicht mehr an. Sind in den letzten Jahren zu hohlen Floskeln verkommen, wenn sie zur Konsequenz haben, dass gerade die offene Debatte, ob bei öffentlichen Arbeitgebern, privaten Arbeitgebern auf der Straße in Deutschland, auch 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, zum Risiko für die eigene wirtschaftliche Existenz werden. Das müssen wir ändern. Allein sind, muss auch die Alternative für Deutschland im Jahr 2015 und danach stärker als bisher auf der europäischen Ebene, auf der Ebene des Europaparlaments nach Partnern suchen, mit Partnern reden, damit wir die Gemeinsamkeiten im Kampf für eine Rückgewinnung der demokratischen Tradition, der demokratischen Werte in ganz Europa mitbefördern. Das geht nicht ohne die AfD, das geht nur mit der Alternative für Deutschland. Immer wieder versucht unterzujubeln. Die AfD war immer eine proeuropäische Partei, aber eben nicht im Sinne der etablierten Parteien, nicht im Sinne des nicht bediskutierten Konsens, Europa sei gut, nur weil wir immer mehr Kompetenzen nach Europa verschieben. Nein, das ist nicht unsere Vision von Europa. Wir möchten, dass staatliche Souveränität dazu beiträgt, dass Europa, dass die europäische Gemeinschaft zu alter Stärke zurückfindet, nicht im Sinne einer politischen Union mit mehr Integration, sondern im Sinne eines gemeinsamen freien Marktes, der Europa in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg stark gemacht hat. Alternative für Deutschland mitnichten die Partei ist, die immer nur Nein sagt. Wir haben Visionen für unser Land. Wir scheuen die offene Debatte nicht, nicht nur hier nicht, sondern auch auf europäischer Ebene nicht. Und wir werden mit dem Bundesvorstand in den kommenden Monaten unsere Kampagnenfähigkeit verbessern. Wir haben eine Strategiekommission aus Bund und Landesverbänden eingerichtet, um nach den Landtagswahlen am 13. März 2016 in einer hoffentlich neuen Frühjahrskampagne unsere Ideen und Visionen für Deutschland und Europa in die Öffentlichkeit zu tragen. Meine Damen und Herren, die Rolle der Alternative für Deutschland in nächster Zukunft und auch in den nächsten Jahren wird diejenige sein, als wahrnehmbare Alternative zu den Konsensparteien ihre Ideen zu verbreiten,
manchmal unangenehm, aber hoffentlich immer ehrlich und sachlich. Denn der 19. Deutsche Bundestag, meine Damen und Herren, egal ob in 2016 oder 2017, braucht eine Alternative, nämlich die Alternative für Deutschland. Damit wir dies sein können, müssen wir stärker als bisher wahrgenommen werden. Denn wir wissen, dass es nicht leicht ist, unsere Positionen überall dort in der Öffentlichkeit unterzubringen, wo wir es gern möchten. Viel zu häufig stimmen Überschriften und Artikel nicht überein, ist der Unterschied zwischen Kommentar und Berichterstattung für viele von uns nicht erkennbar. Deswegen müssen wir klar sein in unseren Positionen, aber wir müssen eines ebenfalls beherzigen. Wir müssen dabei immer ein menschlicher Gesprächspartner bleiben, egal bei welcher Gelegenheit. Denn Politik findet auf allen Ebenen statt, ob im Plenarsaal, zu Hause, bei der Arbeit, auf der Straße, manchmal auch im Ballsaal, im Kreissaal oder auch im Hörsaal. Lernen, ist Präsenz nicht per se eine Anbiederung, wie von manchen gefürchtet. Präsenz ist notwendig, permanent, manchmal auch penetrant, aber sie ist eben in der Öffentlichkeit als politische Partei unerlässlich. Zustimmung. Im Sommer 2015 hatten wir 97% der Befragten gegen uns. Heute sind es nach den Umfragen angeblich oder tatsächlich noch 90%. Um in die Gegend von 40 oder 50% Zustimmung zu gelangen, haben wir also noch ein Stück Weg vor uns. Dafür brauchen wir Mut, und zwar nicht nur unseren eigenen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch einmal darüber nachzudenken, dass wir auch denjenigen, die sich heutzutage noch nicht trauen zuzugeben, dass sie uns wählen möchten oder dass sie unsere Ideen für zutreffend halten, dass wir denjenigen Mut machen. Die Ängstlichen, meine Damen und Herren, egal wo sie wohnen, sind nicht unsere Gegner. Sie sind genau genommen unsere Verbündeten und sie brauchen Zeit und Geduld, damit auch sie mutig werden können. Rückgrat. Sie sind in eine Partei eingetreten, wohl wissend, dass sie dafür angefeindet werden können, ob auf der Straße, im Hotel, bei der Arbeit oder was noch viel schmerzlicher ist, im Familien- und Bekanntenkreis. Sie gehören schon zu den Aufrechten und damit zu einer Gruppe von Menschen, die in Deutschland nicht mehr in der Mehrheit sind, denn die wenigsten Menschen sind Helden. Wir brauchen aber eben die Ängstlichen, um Mehrheiten zu bewegen. Und deswegen müssen wir die Strategie, Angst vor der AfD zu erzeugen, als Strategie der politischen Konkurrenz erkennen. Und der können wir nur mit Geduld und Beharrlichkeit entgegnen. Denn auch Angst ist ebenso wie der Hass nur ein Symptom und keine Ursache. Den Mut der Alternative für Deutschland auch öffentlich weiterhin leben, damit wir den mutlosen neuen demokratischen Mut machen. Wir müssen den Sprachlosen, vor allen Dingen den Nichtwählern, wieder eine Stimme geben und den Orientierungslosen eine neue Heimat, meine Damen und Herren. Die Krise im Jahr 2015, die damit nicht nur eine deutsche Krise ist, sondern eine gesamteuropäische, gibt uns einmal mehr nach der verpassten Chance des Jahres 1990 auch für unser Land eine neue Identität, ein neues Selbstbewusstsein zu finden. Und wir als Alternative für Deutschland wollen Deutschland und Europa demokratisch in unserem Sinne positiv verändern.
Ost und West können voneinander vielleicht heute mehr als vor 25 Jahren lernen. Mut und Geduld sind eben zwei Seiten einer Medaille, ohne die auch politischer Erfolg undenkbar ist. Es wird Zeit, meine Damen und Herren, unserem Land eine neue, selbstbewusste, freiheitsliebende und demokratische Identität zu geben. Denn wer Demokratie, Freiheit und Deutschland gemeinsam liebt, der wählt 2016 die AfD in die Landtage und 2017 in den 19. Deutschen Bundestag. Oh.